Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video zum Update 0.9.10. Mann, das habe ich ja wunderschön gesagt. Ja, eigentlich dachte ich, dass die amerikanischen Schlachtschiffe endlich mal kommen. Aber nein, die haben einfach auf der Webseite gesagt, ja, mit dem nächsten Update. Und ich dachte, es wäre mit diesem. Aber hey, also müssen wir uns mit der Vermont noch ein bisschen gedulden. Aber halb so wild, dafür gibt es ein wunderbares Halloween-Event. Ja, ihr seht auch schon die Map davon. Diesmal so ein bisschen, ja, weltraumlastiger angelegt, würde ich mal sagen. Und ja, man fährt mit diesen sehr merkwürdigen Schiffen. Das würde ich fast sagen, ist ein Hindi. Ja, ist es auch. Kenne ich hier auch in der Secondary. Und das Event klingt an sich eigentlich ziemlich cool. Ja, wir gucken uns das heute auf jeden Fall an. Ansonsten gibt es den zweiten Teil der amerikanischen Schlachtschiffe. Wie gesagt, nur leider ohne dass die Vermont freigeschaltet wurde. Es gibt hier wieder Aufträge zu erfüllen. Offensichtlich auch mit den Halloween-Schiffen kann man das auch machen. Und ja, da kriegt man halt jedes Mal diese Container. Und ja, zu den Container kommen wir gleich, also zu der, was die bringen. Ansonsten gibt es ja auch noch die große Jagd. Das ist halt das Halloween-Event, da gibt es dann diese Punkte für. Und es gibt dann noch andere Schiffe zu freizuschalten. Und ja, also hier, da seht ihr es ja, 202 Millionen Schaden mit der Valkyrie, dann kriegt man hier die Gale. Genau. Das schon mal zu den neuen Kampfaufträgen, die jetzt endlich mal wieder da sind. Bisschen mehr zu tun wieder im Spiel. Und das wird einfach das sein, oder? Ja, genau. Ansonsten zur Sammlung. Profil. Ach ja, man muss ja erstmal freischalten. Gut gelaufen. Ja, es gibt auch tägliche Lieferungen wieder, wie ihr hier seht. Da gibt es auch wieder diese Container. Also hier 10-mal in 2 Wochen anmelden. Also 4 Tage könnt ihr auslassen, um alles zu kriegen. Auf jeden Fall, wenn ihr durch diese Container kriegt ihr, wie gesagt, Sammlungsstücke. Und wenn ihr die Sammlung erfolgreich abschließt, kriegt ihr ein Schiff 5 Schlachtschiff der Amerikaner, die Oklahoma. Und ja, ist ein cooles Ding. Also sieht für ihre Stufe auf jeden Fall ganz cool aus. Hat auf jeden Fall eine sehr viel sinnvollere Anordnung der Hauptgeschütze, sagen wir es mal so. Schönes Schiff auf jeden Fall. Also die Oklahoma, nicht das hier. Ah, entschuldige. So, sehen wir uns nochmal die Ausrüstung von der Valkyrie an. Ganz genau, so sieht das hier nämlich aus. Also, das Ding hat Sprenggranaten, ein Rap-Team, Motorboost und ja, Schadensbegrenzung. Das ist ja alles normal. Gut, hat keine AP-Granaten. Ist 50 Knoten schnell. Nice. Die Runden scheinen wohl die Map, also nice einfach. 14 Kilometer Feuerreichweite der Hauptbatterie. 14,5 Sekunden Nachladezeit, okay. Auf jeden Fall. Das hier ist das Besondere und ich muss sagen, es klingt mega cool. Muss man halt nur anhören, wie es funktioniert. Also, man kann an den Schiffen, wenn man die Kampfaufträge abgeschlossen hat, andere Bewaffnungen freischalten. Zum Beispiel hier Mörser oder beziehungsweise mal AP-Geschütze. Und hier die Höchstgeschwindigkeit des Schiffes erhöhen, beziehungsweise die momentane macht mehr Rammschaden. Also es klingt mega cool, dass man die Schiffe hier so personalisieren kann. Und ja, was haben wir hier? Okay, das Verbrauchsmaterial mit Zonen. Klingt sehr nach dem alten Event. Ach, die Secondary oder was? Ah, das ist die Secondary, ich verstehe. Ah, man kann den auch noch. Oh, cool. Cool, cool, cool. Gefällt mir sehr, wirklich. Klingt sehr, sehr geil. Und ja, wir gucken das jetzt doch nochmal ganz kurz in die Kampfaufträge. Ich will nochmal sehen, wo man diese Module vielleicht herkriegt. Ist das? Ah, hier, ja, gut, okay, ja, doch, ja. Wie viel? 150.000? Okay, das wird immer mehr. Eieiei, um die Schiffe top zu machen, muss man eine Menge Erfahrung zusammensammeln. Genau, aber die Punkte gibt es ja noch. In die Waffenkammer müssen wir mal kurz gucken. Genau, große Jagd, einblenden, danke sehr. So, hier gibt es erstmal diese 3 Kapitäne für, was haben wir hier? Deutsche, Briten und Amerikaner. So, hier gibt es auch noch die alten Kapitäne, glaube ich. Ja, genau. Aus den alten Halloween-Events. Schon cool. Aber auf jeden Fall hier, mit den Punkten. Genau, könnt ihr euch Tarnungen kaufen. Einmal, also die teuersten für Stufe 9 oder Stufe 8, leider nicht für Stufe 10. Die gehen auf jedes Schiff. Also die funktionieren wirklich auf jedem Schiff. Und kosten aber eine ganze Menge Punkte, wie ihr seht.
Ja, die Punkte kriegt ihr durch Kampfaufträge und durch die halt durchspielen. Ansonsten könnt ihr euch hier Kapitäne halt holen auch noch. Halt dieselben wieder oben, schätze ich mal. Bloß hier für Dublonen und hier halt für Punkte. Warum wollen wir die weniger Fertigkeitspunkte haben? Aber Wargaming-Logik halt. Genau. Und ansonsten halt der Klassiker, hier ein paar Halloween-Tarnungen, die ihr eintauschen könnt, Tag Premium Spielzeit oder ein bisschen Credit-Punkte. Also, ist jetzt nicht so geil, was man hier so sich kaufen kann, finde ich, weil. Naja, erstens keine Stufe 10 Tarnung, zweitens, ja, ein bisschen Geld. Ich weiß nicht, ein bisschen komisch, aber hey, ich fahr's trotzdem, weil der Modus an sich sehr, sehr cool sich anhört. Ja, das war's auch schon mit dem Hafen, was das Update angeht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns tadam, hier im Schlüsselgefecht. So heißt das Ganze nämlich. Und dort erkläre ich euch dann, soweit ich's hinkriege, alles weitere. Ja, da sehe ich mich auch schon, wir werden auch auf Monster treffen. Wird witzig. Also, viel Spaß. Genau. Teamauftrag. Zerstören Sie Gegner, halten Sie einen Schlüssel und verschwinden Sie durchs Portal. Das ist das Ziel. Und die Karte ist wirklich riesig. Besonderheiten in diesem Modus. Finden Sie einen Schlüssel, um rechtzeitig durchs Portal zu verschwinden, bevor sie es sich schließt. Können Sie keinen Schlüssel sammeln und nicht durchs Portal verschwinden, werden Sie ins Oktagon geschickt, wo Sie mit den letzten Überlebenden gegeneinander kämpfen. Ich glaube, so ging es weiter. Ja, ist ein bisschen Battle Royale. Also, was heißt ein bisschen? Wo zur Hölle bin ich? Ich bin da oben. Ja, ich bin auch schon gespottet, das ist gut zu wissen. Ja, da vorne ist auch schon irgendwas. Wir haben direkt reingeworfen. Auf jeden Fall, man kann sein Schiff mitten im Modus upgraden. Das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden, aber das werden wir ja sehen. Das ist ein Monster. Schuss. Warum hast du kein Geräusch gemacht? Ich weiß nicht, ob man den Captain skillen konnte. Ei, das hätte ich mich vielleicht ansehen sollen. Warum machen die Schüsse keine Geräusche? Das Ding hat Geschütze, die ich eben zerlegen kann. Und für den habe ich einen 60.000. Okay, nice. Da hat die Secondary zerlegt. Lass noch F drücken, um Bündnis anzubieten. Wem denn? Ah, dem da. Komm, ich biete dir ein Bündnis an. Sind wir jetzt verbündet? Wie viel heilt denn das überhaupt? 1000 Schuss TP pro Sekunde, 15 Sekunden Wirkungsdauer. Okay, also 15.000. Los, komm, stirb jetzt. 90.000 Leben hat das Ding? Das macht coole Geräusche. Okay, reduziert den erlittenen Schaden, erhöht durch Wengeschütze, Bewaffnung und Laser verursachten Schaden. Das macht ja keinen Sinn. Ich habe ja keine Laser und so, also noch nicht. Das sind alles nur HE-Geschütze. Bin ich mit dem jetzt verbündet? Ich glaube aber nicht, weil ich den irgendwie. Ah, jetzt habe ich ihn in eine DB eingeladen. Los, Kabel, tritt mir bei. Kabel, wenn du mir nicht beitreten willst, dann musst du vernichtet werden. Also beziehungsweise vom Clan Kabel, ist der KTG. Okay, ich glaube, ich werde ihn vernichten müssen. Es geht nicht anders. Oh, nö. 16 Schiffe übrig. Mein Schiff ist geupgradet. Unten sehen wir es. Ich habe einen Buff. Ach, das ist wieder so ein kleines Kackmonster. Warum werden die Bereiche so angezeigt? Kabel hat sich schon geheilt. Kabel, deine letzte Chance. Oh, Kabel ist der DB beigetreten. Nice. Kabel, Mann, warum nenne ich den Typen Kabel? Das ist nur ein Clan-Kabel. Ach, da oben sehen wir es. Ich kriege jetzt momentan 300 Punkte. Schon. Und wenn ich 500 kriege, dann kann ich mein Schiff nochmal upgraden. Ach, cool. Okay, so funktioniert das also. Ich verstehe. Ich glaube, wir heilen uns. Ich habe einen Debuff. Offensichtlich. Glaube ich. Ja, nice. Ich habe jetzt auch Punkte bekommen mit ihm zusammen. Also wir unser nächstes Monster. Ein Donnerrücken, ein neues Monster. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich Kabel treffe. Oh, das war eine schöne 15.000er Klatsche. Nice. Ein Gegner versucht Schaden, regeneriert einen Teil ihrer eigenen TP, versucht Schussmanövrierbarkeit. Oh nein, ich will Lebensraub hier. Das ist ja mal mega geil. Ach so, das kann man immer wieder einsetzen. Das hat keine Begrenzung. Ah, das ist cool. Okay, Verbrauchsmaterialien gehen immer wieder. Ich verstehe. Komm, du da. Tritt unserer Division bei. Da sind wir auch schon zu dritt.
verstehe noch nicht, warum die Schüsse noch keine Geräusche machen. Komm, den Motor muss ich noch mal aktivieren, damit wir zu unserem Freund aufrücken. Wow, wird das Ding schnell. Ich habe 100 Knoten drauf. Yo. Heilige Scheiße. So, was ist das da? So, letzte Chance, mein Freund. Ich glaube, Harold will sich uns nicht anschließen. Okay, komm, ich versuche es noch einmal. Wir sind auf jeden Fall zwei Monster. Na, da haben wir schon eins. Ein Humorauge, das hat definitiv schon ein bisschen mehr Leben. Okay, nee, aber wir passen uns erstmal auf den Donnerrücken. Weil der hat nicht ganz so viel Leben. Autsch. Aber egal, ich habe Lebensraub. Ich bin unbesiegbar, quasi. Zum Glück hat er doch noch gerade kein Aim. Das Humorauge. Monster sieht auf jeden Fall lustig aus. Ich sag doch, dass da Berge dazwischen sind. Na gut, waren offensichtlich doch nicht dazwischen. Sehr schön. Kann ich die noch rammen? Aber eigentlich kriege ich ja weniger Schaden durch Rammen. Ich weiß es nicht. Dem gerade 36.000 Schaden gemacht? Ich glaube ja. Hey, ach, das ist Säure. Ah, sowas wie Feuer. Jetzt verstehe ich diesen Debuff, den ich die ganze Zeit hatte. Oh, hier ist noch ein Donnerrücken. Warte mal. Ah, umdrehen. Rein da. Ich hätte vielleicht doch die Schlüsselmanövrierbarkeit verbessern sollen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Ich habe keinen Schaden gemacht, tatsächlich. So, mein Freund. Ich glaube, wir müssen dich leider vernichten. Es tut mir leid. Ah, jetzt hat er einen Schlüssel. Ich verstehe. Na gut. So, Guys. Wohin? Nur 14 Schiffe übrig. Sind echt schon zwei Schiffe gestorben. Das Portal öffnet sich in 7 Minuten erst. Okay. Ja, also ich würde mal sagen, wir fahren auf zur nächsten Schlüssel. Und zerstören diesen Spieler da. Concentrate fire on the designated target. Ich lehne ab. Ich gebe meine Mates jetzt nicht auf. Also, hin da. Hey, du hast die Idee verlassen. Ich glaube, wo es hackt. Ja, Kabel. Ich habe gesagt, ich werde dich vernichten. Noch so schnell jetzt versuchen, gerade abzuhauen. Er hat uns verraten. Ich glaube, wo es hackt hier. Ich hab schon 400.000 Schaden, ey. Ciao. Jetzt bist du wieder in der Divi? Ich glaube, wo ist. Okay, sag mal, Leute! Schnell zu Kabel, dass wenn er stirbt, ich seinen Schlüssel kriege. das ist gerade mein Ziel. Okay, der ist auf jeden Fall auch noch feindlich, warum auch immer.
Okay, ich verstehe das noch nicht so ganz mit dem Divi-System, warum ich die jetzt auch nicht trotzdem angreifen kann, weil ich hätte Karl eigentlich dennoch vernichtet. Dieser Verrat hätte eigentlich nicht ungeschont bleiben dürfen. Aber hey, offensichtlich blieb es doch. Das ist aber echt schwer, Gegner zu töten, weil die hätten eine ganze Menge aus. Shit, naja gut. Aber ich würde ganz gerne die Mündungsgeschwindigkeit der Schüsse eigentlich mal wissen, weil ich glaube, so schnell, wie da die Klatschen reinkommen. Danilo hat mich in eine Division eingeladen. Ja, komm, nehmen wir mal an. Jedenfalls habe ich den Schlüssel. So. Ja, das Portal ist aber noch nicht geöffnet, erst in 4 Minuten. Mal sagen, wir fahren. Ach du Scheiße. Ja, hallo, komm. Hier, komm rein. Gut, er kommt noch nicht rein. Hey, 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 jetzt wird's schwierig. Und hat eine ganze Menge Punkte, der hat bestimmt schon viele Buffs. So, schnell gehen heilen. Oh, da habe ich gerade tatsächlich keinen Schaden gemacht. Okay, weißt du was? Ich verschwinde. Können mich mal alle. Das Portal ist noch 22 Kilometer weit weg, ey. Oh, nicht beachen, nicht beachen, nicht beachen, nicht beachen. Ich bin gebeached. Ich muss mal kurz auf die Karte gucken. Ich bin hier, das Portal ist da. Okay. Wie viel? Immer noch 12 Schiffe am Leben. So, wir hauen jetzt erstmal ab. Da ist mein Mate. Helfen wir mal, den Notnagel zu töten. Schon wieder Kabel. Oh, die fährt rückwärts. Komm, den kriegen wir gemeinsam. Ah, das war ein schöner Schuss. Ja, wir kriegen noch Hilfe von außen. Sehr gut, komm, gegenheilen. Und hinterher. Schon, er brennt. Töten wir ihn. Töten wir ihn. Jawohl. Regiert kontinuierlich TP ihres Schiffes. Das klingt doch nach einem sehr guten Plan. Lebenspunkte nehme ich immer. Gut, okay. Das ist das nächste Ziel von uns. Kommt, Daniel. Den schaffen wir auch noch. Oh ja, schöne 4200er Klatsche. Nice. Du da, komm in die Divi. Ich habe auch schon einen Schlüssel. Jawohl. Ja, jetzt hast du ein Problem hier, mein Freund, nicht wahr? Da vorne ist das Portal in 14 Kilometern. Ich werde da sowas von durchkommen. Also hoffentlich. Los, los, los. Alle 4 Schlüsse sind verteilt und ich habe einen davon. Und ich habe noch sehr viel Leben. Das ist sehr, sehr geil. Wenn wir den Mate noch, wenn wir den Freund da noch getötet kriegen, dann könnte ich mein Schiff sogar nochmal abgehen und das noch wahrscheinlicher aus Portal schaffen. Das wäre natürlich sehr, sehr geil. Skillshot durch die Mauer. Hat nicht funktioniert. Ich glaube aber, meine Mates wollen ihn jetzt tatsächlich sogar haben. Oh, da sind auch Monster in der Mitte. Sehr, sehr interessant. Ja doch, das macht Spaß, muss ich ehrlich zugeben.
ganz ehrlich, das Portal ist fast offen. Ich bin eigentlich dafür, dass ich umdrehe, meine Mates im Stich lasse und Vollgas zum Portal gebe. Beziehungsweise da dieses Hummerauge auch noch versuche zu töten. Portal ist geöffnet, sie haben bereits einen Schlüssel. Ja, hinter, würde ich mal sagen. Schau. Das wollte ich gerade sagen, das war ja absolut ein Zieter. So, ich drehe erst volle Kanne ein und dann zünde ich meinen Motorboost, dass ich hier rauskomme. Los geht's. Nochmal 66.000 Schaden. Komm, die Summerauge, das will ich noch haben. Just please. Würde ich auch noch nehmen. Ah, das Portal ist nur 2 Minuten. Das ist gut zu wissen. So, gegenheilen. Ich komme hier raus. Da könnt ihr aber sicher sein. Oh, 96.000 Schaden. Nice. Ich könnte aber natürlich noch kurz warten. Ich glaube, das mache ich sogar. Und noch versuchen, hier die Viecher rauszuholen. Weil ich glaube, ich habe so viel Leben. Da komme ich schon auch noch weg, weil dann kriege ich noch mal ein paar Punkte. Ja, komm. Das machen wir jetzt noch. Gut, die haben beide nicht mehr so viel Leben. Versuchen wir beide zu holen. Jawoll. So, haben wir eins schon mal. Und das können wir uns auch noch kurz holen. Ach, schade. Gut, ich gehe da mal. War schön mit euch, Jungs. War schön. Aber ich muss leider gehen. Ah, schon wieder Kabel. Mann, Rainer jetzt. Motorbus an und Rainer. Das Portal erfolgreich durchschritten. Das Gefecht ist vorbei. Sind wir in den Zuschauermodus geschaltet. Ja, nice. Also, 2 Leute sind schon durch und mein Freund hier kommt jetzt auch noch durch, auf jeden Fall. Okay, jetzt gibt es theoretisch gesehen nur noch. Okay. Ja, komm, das gucken wir uns jetzt nochmal kurz an. Wir nehmen Schiffe, werden ins Oktagon geschickt. Und ich dachte, 2 Millionen Schaden zu machen wäre eine Menge. Ich habe ja jetzt schon 840.000. Ach, da hinten. Ah, kann man da hin? Tatsächlich. Ah, okay, ich verstehe. Es gibt noch 4 Schiffe. Und ab geht's. Oh, der scheint so... Alter, 5.000 Punkte. Der wird es ja so safe gewinnen, der Kerl. Eieiei, 70.000 Leben hat der auch. Obwohl, sein Schiff hat auch eine andere Farbe. Vielleicht durch die Updates. Oder Ärger. Kann sein, dass er sein Schiff auch schon, dass er schon irgendwie eine Runde gespielt hatte und deswegen schon, ich meine, es ist schon 10 Uhr. Seit 9 Uhr ist das Update draußen. Vielleicht deswegen schon sein Schiff geupdatet hat. Aber ich muss sagen, es bockt schon. Also auf jeden Fall. Es macht mega viel Spaß. Und ich freue mich schon auf die anderen Schiffe. Es gibt da 3 Stück, wie gesagt. Und einer irgendwie nur so noch mit Lasern. Einer irgendwie mit Torps und so, also da kommen noch coole Sachen. Wer wird es gewinnen? Der Typ, der uns auch noch versucht hat, auch noch versucht hat abzuhalten. Aber ich glaube, die Map wird immer kleiner. Ich glaube, das ist dieser Ring. Ich glaube, der dürfte jetzt Damage kriegen, oder? Weiß ich, müsste eigentlich, glaube ich, Tick-Schaden kriegen. Na ja, gut, der kriegt sowieso die ganze Zeit Schaden, also das ist auch wieder eine gute Frage. Der hält sich schön raus, der Kerl. Da außen. Wirklich, der hält sich schön raus. Vielleicht gewinnt doch der. Ich meine, der hat kaum Damage und der, das passt eigentlich. Der dürfte das eigentlich sogar vielleicht holen. Ich meine, der schießt gerade auf den Stärksten. Das ist sogar eine ganz gute Sache. Weil wir sind natürlich für unseren Divisionsfreund. 5.000 Punkte ist schon heftig, ey. Oh. Wird er ihn rammen? Wird er ihn rammen? Er rammt ihn ja volle Kanne. Alter Schwede. Damit 100 Sachen rein und gerammt. Du hast mir gute Dienste geleistet, Mate. Ich habe zwar keine Ahnung, irgendwie wann du dazugekommen bist, weil ich irgendwie durchgehend die Mates gewechselt habe, aber hey.
Jungs, es kann nur einer von euch. Ich weiß nicht, welcher Rahmen mehr Damage gefrisst oder bekommt. Ich glaube, Rahmen tun sie sich. Oder auch nicht. Ach, das war die Schichtzone sogar gestorben. Es gibt vorbei. Es gibt nur einen. Es gibt vorbei. Genau, Jeremy. Okay. Deine 500 Punkte. Nice. Ja, 250.000 Schaden dürften wir hinbekommen haben. Verursachen sie in Eingefecht 10.000 TP Schaden an Schiffen. Haben die irgendwie die täglichen Aufträge bearbeitet? Schade, es gibt keinen irgendwie hier Bildschirm, wer viel, wie viele Punkte hat. Ich will mal kurz in die Kampfaufträge gucken. Wiederkehrend. Ah, sieh mal einer an. Sag bloß, die haben das hier mal ein bisschen verändert. Tatsächlich, man muss für die ersten drei jetzt nur noch Schaden machen. Für die täglichen Aufträge. Und erst ab denen muss man EP sammeln wieder. Ja, das ist gut zu wissen. Schön, dass das Halo-Event aber reinzieht beim Damage wenigstens, auch wenn hier leider nicht. Aber hey. Gut, Ausrüstung. Wir hätten den verstärkten Rumpf. Hört die maximale TP des Schiffs. Wir mal gucken, ob das dann bei 70.000 ist. Ja, dann hat der Kerl tatsächlich schon diesen Rumpf drin. Da sieht man ihn an. Ich glaube, das lassen wir auch tatsächlich. Bei RAM, das sah zwar gerade sehr, sehr cool aus, aber na, ich bin eher für maximale TP. Cool. Ah, ja, seht ihr? Jetzt verändert das Schiff auch die Farbe. Ey, nice, ey, wirklich. Das ist sehr, sehr cool alles. Aber ich glaube, die haben keine Kapitänfähigkeiten, oder? Nein, haben sie nicht. Kann man irgendwas anpassen? Nein, kann man auch nicht. Ja, da hier das hier alles schon wieder sehr lange gedauert hat, würde ich mal sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder. Ich versuche noch Videos zu den U-Booten zu bringen, aber Uni und so wird jetzt ein bisschen schwieriger, aber ich versuche es dennoch. Aber hey, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch hier zum Halloween-Event oder als Schlüsselgefechte oder Weltraum-Monster-Event, wie auch immer ihr es nennen wollt, Battle Royale. Werden auch noch Videos kommen, hoffentlich. Ich hoffe, ich krieg's alles hin. Und ja, deswegen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi.